Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zur allerersten Folge X-Plane 11. Schön, dass ihr einschaltet. Ja, heute mal nicht mit der Straßenbahn unterwegs oder mit dem Bus. Heute geht's direkt in die Luft. Wir wollen uns ein wenig einspielen auf den kommenden Microsoft Flight Simulator und Virtual Simulator bietet sich da am besten an. Natürlich dieser hier, X-Plane 11. Und das wollen wir uns jetzt in den nächsten Folgen so ein bisschen anschauen. Ich werde euch alles gleich alles erzählen, warum, wieso, weshalb das ganze Let's Play hier entsteht und wie lange wir hier schon dran sitzen und so weiter und so fort, wenn wir in der Luft sind. Denn da haben wir eigentlich genug Zeit, um eins ein bisschen zu unterhalten. Von daher lade ich euch jetzt alle ein. Die Türen sind offen, ihr könnt alle einsteigen und wir werden jetzt direkt reinspringen und werden den Start vorbereiten. Ihr seht, ne, wir starten hier mit Kaltstart, also nichts läuft oder wir stehen auch schon nicht an der Landebahn, an der Startbahn, sondern es ist wirklich von Anfang bis Ende werden wir uns heute das Ganze hier anschauen. Wir starten in Berlin-Tegel, ja, wie man hier so unschwer sehen kann, und werden den ersten Flug hier Richtung Berlin-Schönefeld machen. Ja, also das ist heute unser Ziel, was wir heute haben. Und von daher denke ich mal, können wir eigentlich auch schon direkt loslegen. Wir steigen ein, wir bereiten alles vor und ihr seht auch, TrackIR ist wieder mit dabei. Das ist schön. Also alle meine Spiele aktuell unterstützen TrackIR außer Lotus. Ja, Lotus hat nur VR, aber das ist mir auch recht. Ja, müssen ja nicht immer alle sein. So, Türen zu, sonst wird es luftig hier oben. So, dann unser Joke. Den werde ich jetzt zum Starten immer abschalten. Also wundert euch nicht, warum das hier so ohne Joke da ist. Ich habe selbst, besitze ich zu Hause das Joke von SciTech. Das nennt sich ProFlight Joke System. Kostet eigentlich so in der Regel 160 Euro oder sowas. Ich habe das ganz günstig abgeschossen für, lass mich lügen, 70 Euro oder sowas. Das ist halt dieses Ding als Controller praktisch für den Computer, ja, was wir jetzt hier haben, ein bisschen veränderte Form. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch mache ich hier nochmal ein Bild rein hier im Video, damit ihr euch das angucken könnt, wie das Ganze aussieht. Und ja, von daher, los geht's. Erstmal natürlich die Batterie starten, damit wir erstmal überhaupt irgendwas haben. In der Zeit, wo wir uns jetzt unser Navigationsgerät hier einstellen, können wir hier schon mal ein bisschen Benzin pumpen lassen. So, und wir werden jetzt mal kurz hier mal auf unseren Flugplan gehen. Ihr seht, hier steht schon EDDT nach EDDB. Wir werden das Ganze aber mal löschen, weil ich, wir wollen ja hier, wenn schon, denn schon alles richtig machen. Wir starten am EDDT, ja. T steht hier in der Regel jetzt hier für Tegel. Und wir wollen jetzt dementsprechend nach EDDB. So, das werden wir jetzt schnell mal einstellen hier. So, nein, das war falsch. Wir müssen noch runter. So, können hier ein D machen. So, gehen wir wieder ins Weiter. Machen wir wieder ein D. Und B, ihr seht schon, Berlin-Brandenburg, das steht da. Bestätigen das Ganze. Und damit haben wir unseren Flugplan eingestellt. Hier sehen wir auch, ne, wird ordentlich angezeigt. Hier ist EDDT und hier ist EDDB. So, mehr brauchen wir aktuell erstmal nicht. So, wir haben genug Benzin gepumpt. Das bedeutet, wir können die Maschine jetzt gleich starten, indem wir hier noch so ein bisschen was hier an unserer Mixtur hier noch ein bisschen einstellen. Dann säuft er uns auch nicht ab. So. So, wir müssen die Kurskreisel D einmal ausrichten. Haben wir gemacht, haben wir verstanden. Und somit sind wir eigentlich soweit schon fertig, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir werden heute noch nicht mit ATC fliegen. Das ist noch so ein Ding, was ich euch gleich erkläre, wieso, weshalb, warum. Ich würde sagen, wir rollen schon mal zur Landebahn. Startbahn, nicht Landebahn, Startbahn natürlich. Drehen erstmal ein bisschen. So, und dann geht's los. Natürlich immer schön der gelben Markierung folgen. So. Ja,
Also, wieso, weshalb, warum mache ich das Ganze? Weil ich mich schon so ein bisschen vorbereiten möchte auf den Microsoft Flight Simulator, damit ich zumindest weiß, wie ich hier zum Beispiel Maschinen starten kann, sobald diese erscheint. Es gibt ein Video, wo zumindest die ganzen Flugzeuge schon mal so gezeigt werden von dem Flight Simulator. Und überwiegend haben wir da nur kleinere Maschinen. Also sowas wie jetzt hier unsere Cessna Skyhawk, ja, mit der wir gerade unterwegs sind. Gibt es noch weitere kleinere Maschinen, die es da gibt. Der einzige große Flieger, den wir da haben, ist ja der Airbus. Ja, den gibt es da. Also wir haben da keine Boeing oder sowas, das ist direkt mal ein Airbus. Den haben wir ja hier zum Beispiel in der Standardversion von X-Plane nicht drin. Da haben wir ja nur glaube, drei verschiedene Boeings oder vier, ich weiß es gar nicht mehr. Und von daher, ja, werden wir uns erstmal überwiegend mit kleineren Flugzeugen beschäftigen, dass wir die natürlich alle zum Starten bekommen, dass wir die alle anschalten können und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, jetzt das Ziel. Deswegen, also so Kommentare wie, flieg doch mal bitte mit einem Boeing, ist gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, würde ich auch gerne fliegen, eine schöne Boeing und so, aber um die Boeing vorzubereiten, dauert es halt wirklich schon also ordentlich Zeit. Also da könnte schon wahrscheinlich eine ganze Folge drauf gehen, nur um einfach mal den Abflug vorzubereiten für eine Boeing. Und das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, als wir jetzt hier unsere kleine Cessna oder auch die nächsten Flugzeuge, die wir uns hier so ein bisschen anschauen werden. Wir werden jetzt noch schnell einen Kurs einstellen, weil ihr seht hier, wir haben hier sind auf der Landebahn. Die ist so ausgerichtet, dass es nach 08 rechts geht oder nach 26L. Und wenn wir uns jetzt mal hier so auf der Karte angucken, ja, wir stehen jetzt hier aktuell, ich muss mal ganz kurz hier das VR-Raster anmachen, sehen wir hier 26, das passt, ja, hier ist die 26 und hier haben wir die 08, also das passt auch. Wir wollen natürlich nach links rausfliegen, damit wir denn wieder hier unten ankommen. Also das bedeutet, wir brauchen die linke Zahl, also 26 in dem Falle. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt hier noch dementsprechend einstellen, indem wir das Ganze jetzt hier nehmen und sagen jetzt hier, wir möchten gerne nach 26. So. Ist natürlich ein bisschen tricky, das Ganze mit Track AR mal einzustellen. So, den Joke brauchen wir tatsächlich nicht mehr, denn wir können nämlich das Taxi-Line ausnehmen. Wir sind an unserer Startbahn und ja, es ist jetzt natürlich wieder, da kann man jetzt wieder sagen, ja, nee, das ist falsch. Ich mache das Landelicht halt, das Landinglicht mache ich auch aus, weil wir sind ja nicht mehr, fliegen jetzt ja hoch, von daher brauchen wir es nicht. Und ich werde noch die Flaps ein bisschen runterfahren, ja, und jetzt können wir zur Startbahn rollen. So. Ich werde das dann wieder einschalten, ja, weil mich irritiert das, weil das genau über Knöpfe ist, die wir bedienen können. Ja. Deswegen. Und genau, also Flight Simulator. Möchte ich mich, wie gesagt, dementsprechend ein bisschen einstimmen. Und wie gesagt, X-Plane ist natürlich eine absolut großartige Simulation. So. Und jetzt können wir Fullspeed geben. Vielleicht noch ein bisschen gegensteuern, damit wir auch gerade hochkommen. Wir können hier zum Beispiel schon Heading anmachen, damit er uns auf den Kurs lässt. So, das war's schon. Wir sind schon in der Luft. Stellen jetzt hier noch den Vertical Speed ein. Da kümmert sich der Autopilot auch schon um den Vertical Speed. Und wir haben eigentlich gerade jetzt nichts mehr zu tun. Denn der Rest macht jetzt der Autopilot. So, genau, also wie gesagt, Flight Simulator, das ist jetzt der Hauptgrund, warum ich das Ganze jetzt mir jetzt hier so ein bisschen reinpfeife. Seit über 30 Stunden bin ich jetzt so beschäftigt, innerhalb von 3-4 Tagen. Genau, seit über 30 Stunden jetzt mit beschäftigt. Ich streame das Ganze in der Regel halt immer auf Twitch. Und so wird das auch zukünftig ablaufen. Wir werden natürlich hier Flüge haben, die weit über 10 Minuten gehen. Ja, Flüge, die hier vielleicht eine halbe bis dreiviertel Stunde so dauern. Ja. Ich muss leider immer hier warten, bis der Kollege da. Jetzt fängt das schon wieder an mit dem Landing Lights. Ich habe gar keine Lichter an, ne? Oh Mann, das ist doch...
2, Juliet, Romeo, climate maintain. So, flight jetzt level 3, 5, 0. Ja. Climate maintain. Vergessen, flight die Lichter alle einzuschalten. Das ist natürlich auch immer geil. Juliet, Romeo. 2, Juliet, Romeo, fly heading 1, 4, 0. Fly heading 1, 4, 0. 2, Juliet, Romeo. Ja, ich komme nicht zum Reden, das ist das ATC. Ich müsste das glaube ich noch ein bisschen leiser machen, damit das halt nicht ganz so penetrant hoch ist. So, genau, also wir werden es zukünftig so machen, dass wir, wie gesagt, auch Flüge fliegen werden, die weit, wie gesagt, über 10 Minuten sind. Das werde ich komplett streamen auf Twitch, werde es auch aufnehmen und werde aber die Aufnahme dementsprechend auch anpassen, ja, dass wir jetzt hier nicht eine Stunde Flug zeigen müssen oder sowas, sondern der Flug wird dann weiter eine halbe Stunde dauern. Ich werde da so ein paar Szenen dann nochmal so rausschneiden, die dann zusammenklimpern, ja, damit das Ganze natürlich ja, passt zusammen. Startlandung ist natürlich immer mit dabei, ne, das ist eines der wichtigsten Sachen. Fly heading 1, 4, 0, 5, Quebec, X-ray. 5, Quebec, X-ray, climb and maintain, flight level 3, 5, 0. Climb and maintain, flight level 3, 5, 0, 5, Quebec, X-ray. So, hier zeigt er mir jetzt natürlich nicht an. Wir können schon eindrehen, glaube, das passt schon. Ja, das passt schon, wir können eindrehen. Von daher werden wir das Ganze jetzt mal auf Süden stellen. So, wir machen unsere erste Drehung. Ja, und auf jeden Fall wird das Ganze dann dementsprechend dann auf Twitch gestreamt. Hier wird es aufgenommen denn, und dann wird es dann hier geschnitten natürlich hochgeladen, ja, sodass wir dann halt das Video dann dementsprechend dann auch haben. Also wenn ihr euch den vollständigen Flug angucken möchtet, dann müsst ihr dort auf Twitch vorbeischauen. Wie gesagt, der Stream wird meistens auch immer noch 3 Wochen gespeichert, ja, bevor Twitch dann die Videos, also die Streams dann löscht. Ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber das ist von Twitch halt so gewollt, dass das irgendwie nicht dauerhaft gespeichert wird. Und ja, da könnt ihr natürlich immer vorbeigucken. Wie gesagt, ihr könnt auch den Twitch-Kanal dann abonnieren. Da werden wir dann auch zum Beispiel unsere Bauleistungs- und so alles was machen, so ein bisschen, sodass das Ganze halt auf Twitch halt auch so ein bisschen läuft. Ja, und sonst sitze ich jetzt seit über 30 Stunden jetzt hier schon am X-Plane, habe mir soweit schon so ein bisschen Grundwissen mir geholt, ja. Eigentlich würde dieser Flug sich ideal anbieten für einen ILS-Anflug. Das Problem ist, das funkt bei mir hier nicht so 100%. Ich weiß nicht, das muss doch an irgendwas liegen, was ich hier falsch mache. Also aus den Tutorials raus mache ich genau das Gleiche, was derjenige dort macht. Ja, aber das funktioniert irgendwie nicht so, wie, ja, wie ich das bis jetzt so habe. Ne? Wie man es da gezeigt bekommt. Das musst du natürlich alles per Megahertz einstellen und alles was hier ins Navi, und dann sollte der Anflug auch automatisch funktionieren. Anscheinend ist aber bei mir irgendein Fehler drin, warum das Ganze bei mir nicht wirklich funktionieren will. Ich weiß nicht, woran es liegt, werden wir dann später machen. Eine Boeing, wie gesagt, ist erstmal inakzeptabel, werde ich erstmal nicht fliegen. Ja, falls die Frage kommt, flieg doch mal mit einer Boeing, da das halt einfach ein Kurs ist, der einfach mal gute 2-3 Stunden dauert, um eine Maschine vorzubereiten. Ich habe hier eine Checkliste von Air Berlin rumliegen, hier auf dem Tisch. Und was man alles in diesem Flug beachten muss, ja, das ist absolut Wahnsinn, welche Schalter du drücken musst. Und das geht mal nicht eben so schnell. Und ich bin jetzt keiner der YouTuber, der jetzt wie gesagt, halt mit einer fertigen Maschine an der Startlandebahn steht und losfliegt, der Navi einstellt und dann wieder landet. Das finde ich persönlich ein bisschen zu mager. Das ist für mich jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung. Deswegen werden wir natürlich hier selbst starten und landen. Erstmal, bis ich das ILS-System so ein bisschen verstehe. Berlin Tegel, Altimeter 2992, S76, 6, X-ray, pop. Thank you.
So. Shift in Space, auch einen Screenshot gemacht davon. Ja, also ihr seht, wundervoll. Das sieht auch echt hübsch aus. Ja, es läuft auch extrem gut, 60 FPS durchgängig. Ja, also muss man schon sagen, auch da an der Stelle mal. Danke an YouTube, ja, weil da gab es nämlich ein Video von. Es war echt hilfreich, um die Einstellung perfekt einzustellen. So, ich kann mal ein bisschen noch drehen. Wir sind nämlich ein bisschen weit weg vom Schuss. Obwohl, ja. Hier ist er, wir sind da. Ja, doch, wir müssen eingehen. So. Wie gesagt, also ich werde mich hier auch mal weiter noch reinfummeln. Das soll auch kein Let's Play werden, wo ich euch irgendwas erkläre oder sowas. Das ist einfach nur so gerade so ein bisschen Spaß haben. Ja, das ist so, ich finde, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, gerade so ein bisschen zu fliegen und alles sowas. Ja. Warum machen wir das Ganze? Wie gesagt, halt klar, wegen den Microsoft Flight Simulator, aber auch Lotus soll ja irgendwann mal das Wings-Modul besitzen. Auch da wäre es ja vielleicht interessant, wenn man gerade so solche kleinere Maschinen dann hier gut fliegen kann. Zumindest auf jeden Fall, was man einstellen muss und alles sowas. Ne? Das wäre ja schon echt sehr praktisch. Deswegen arbeite ich kaum mit Shortcuts oder sowas hier, mit den Tastaturen oder sowas, sondern versuche hier schon direkt alles am Flugzeug so einzustellen, damit das Ganze auch dementsprechend passt. Ne? Das wäre natürlich dann auch sinnvoll, wenn die anderen Simulatoren das praktisch halt mit umsetzen. Aber ich gehe mal stark davon aus, denn ja, ne, bei Lotus zum Beispiel mit Straßenbahn aufrüsten läuft es ja genauso. Und beim Flight Simulator denke ich mal, wird das auch so sein. Ja, und deswegen dachte ich mir so, okay, komm, jetzt hast du schon ein bisschen Flugerfahrung gesammelt. Jetzt können wir auch mal dann direkt auf das ganze Let's Play mal gehen und alles sowas. Ne, für vielleicht den einen oder anderen, das Shit, der hat da vielleicht ein bisschen Spaß dran und kann dann dementsprechend hier, ja, geile Aussicht genießen. Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350 to Juliet, Romeo. So. Wir dürfen allerdings nicht am Flughafen vorbeischießen. So. Da haben wir nämlich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen ISS-Anflug starten würden, würden wir jetzt uns hier diesen Code hier raussuchen. Ja. Hier sehen wir zwei Linien. Mein Gott. Climb and maintain. Flight level 350 to Juliet Romeo. Da steuern wir praktisch die ESS-Landebahn an. Wie gesagt, bei mir funktioniert das leider nicht. Ich kann das zwar hier alles einstellen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich will jetzt hier 1,79, was haben wir hier? 1,1, also 110,70. Seht ihr, das ist auch schon eingestellt. Könnt ihr einfach mal aus Jux und Laune mal die 179 nehmen. Und wenn das Ganze mal hier dementsprechend mal kurz eintragen. Ja, so, ins Navi einstellen, hier sehen wir jetzt 179, ja, das passt von der Frequenz her. Er hat auch Log IBSE, hat er auch drinne. Also er erkennt sie. So, sobald ich aber denn auf Flock stelle, ja, weil wir sind ja hier im Flock, ja, und ich jetzt hier unten auf Approach drücken würde, oder wie ich das nennt, dann ist für mich eigentlich das Ganze aktiviert. India, November, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350 by India, November. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das Ganze halt nicht so hundertprozentig will, wie ich es will, weil du musst dann auch noch den perfekten Winkel treffen und alles sowas. Ich weiß nicht, derjenige, der das halt im Let's Play gezeigt hat, also in dem Video, der ist dann geflogen und geflogen und die Maschine drehte sich dann selber, wo ich mir so denke, so. India, November, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350 by India, November.
Wo ich mir dann auch so ein bisschen denke, ja genau, weißt du, hätte ich auch gerne gemacht, aber bei mir funktioniert das nicht, bei mir läuft das nicht. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Ich meine, wir können es ja gerne nochmal probieren, auch wenn ich jetzt der Meinung bin, dass es wieder zum Scheitern verurteilt. Werden wir gleich mal probieren. Wir werden aber schon runtergehen, definitiv. So, ich drücke gerade rum, ja, weil normalerweise bin ich nämlich schon drauf. So, jetzt sage ich hier Approach. Er soll uns jetzt bitte auf die Landebahn führen. So. Gehen. Also ich selbst habe jetzt eingestellt, dass wir jetzt langsam runtergehen. Wir sehen auch da vorne, sind neben der Landebahn vier Lämpchen. Die sind meistens in weiß und in rot. Wenn wir zwei weiße haben und zwei rote, sind wir ideale Position. Wenn wir zwei weiße haben, ich glaube, sind wir zu hoch. Und bei zwei bei vier weißen sind wir zu hoch und bei vier rote sind wir zu niedrig. Also das ist genau das gleiche Ding. Normalerweise müsste das ILS das komplett selbst übernehmen. Vlog ist eingestellt. Er hat ja auch uns schon so in die richtige Richtung gedreht, aber irgendwie können wir uns das hier zum Beispiel auch im Plan angucken. Irgendwann ist dann so ein Punkt, da ist vorbei. Da sind wir nur vorbeigeflogen. Guck nochmal ganz kurz nach. ILS Cut 3, 07R. 07R, ILS Cut 3. Hier sehen wir, wir sind im leichten Sinkflug. Deswegen zeigt er uns das hier an. Diese kleine Linie hier. Wir sind aber noch nicht im Strahl drin. Ja, wie wir hier sehen können. Das ist der Gleitweg, wo die Maschine dann irgendwann eingefangen wird und dann praktisch angesaugt wird vom Flughafen. Und ab da übernimmt der Flughafen dann komplett die Maschine bis kurz vorm Aufsitzen. Das müssen wir noch machen. Ja? Aber sonst würde der Flughafen das komplett alleine steuern. Eigentlich eine coole Sache, wenn es funktionieren würde. Bei mir in der Regel funktioniert es nur leider nicht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen gehe ich jetzt schon langsam aber sicher in den Sinkflug, damit, falls das Ding jetzt nicht anschlägt, wir jetzt manuell natürlich die Maschine noch landen können, das funktioniert. Von daher, ja, ist es eigentlich so, dass wir uns jetzt gespannt hier noch umgucken können. Wir können uns das Ganze hier noch entspannt anschauen. Lass uns jetzt mal drinnen hier kurz. Ja, spätestens, wenn wir hier wieder draußen sind, werde ich es wieder abschalten. Denn er hat uns und lotst uns ein bisschen. Wir können natürlich ein bisschen langsamer werden. Anflug muss man nicht mal so schnell sein. So, geht's runter mit dem Knoten. Juliet, Romeo, fly heading 050. Fly heading 050 to Juliet, Romeo. So, wie wir auch sehen, zwei weiße, zwei rote. Wir sind in der optimalen Position. Also wir haben die optimale Höhe, optimale Position aktuell. Und so sollte das Ganze auch überwiegend bleiben. Und wenn uns der Flughafen eingefangen hat, dann sollte das auch bis zum Ende so bleiben. So, ich guck mal. Ne, er hat noch nichts selbst eingestellt. So, jetzt sehen wir zum Beispiel schon nur noch einen roten, drei weiße. Das bedeutet... Jetzt sind wir schon zu niedrig. Zu hoch, ne? War das zu hoch. Und die Maschine fängt uns hier nicht ein. Wie können wir jetzt sagen, wir trimmen jetzt noch ein bisschen runter. Normalerweise müsste das alles automatisch machen. Flight level 350. Climb and maintain. So, wir können zumindest schon mal hier das Landinglicht oder das Taxilicht zum einschalten. Ne, also ihr seht, ne, es funktioniert. Normalerweise müsste ich das abschalten und der müsste das automatisch übernehmen. Traue mich da jetzt nicht, da jetzt irgendwas rumzufummeln. So, von der Landeposition her sieht es eigentlich ganz gut aus.
2, Juliet, Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350, 2, Juliet, Romeo. So, wir stellen die Flaps noch ausfahren. Da können wir jetzt schon wieder ein bisschen navigieren, damit wir hier so, und ihr seht, ne, also es funktioniert nicht. Ey, ihr könnt mir gerne erklären, was ich jetzt hier falsch gemacht habe, für den einen oder anderen, der hier vielleicht schon so ein bisschen auskennt. Das ist auf jeden Fall mega hilfreich. Wenn ihr wüsstet, was ich jetzt hier mit dem ILS falsch gemacht habe. Die sind viel zu hoch. Aber wir haben eine lange Landebahn eigentlich, von daher passt das. Ja, das ist, weil jetzt auch noch dieses dumme Ding jetzt hier. Sehr schön. So. Das war jetzt natürlich nicht optimal, es tut mir leid. Foxtrot, Romeo, climb and maintain, flight level 360. Climb and maintain, flight level 360. Das war wieder nicht so optimal, wieder hier. Och, ärgert mich das ja. So. Normalerweise läuft das ohne Probleme. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier permanent immer falsch einstelle, damit das hier nicht funktioniert. Also das IRS-System ist für mich ein absoluter Humbug zurzeit. Das versaut mir ja den ganzen Flug, als wie es leichter macht. Aber wie gesagt, das kann halt wirklich sein, dass hier irgendwas falsch eingestellt ist. Aber naja, wir sind wenigstens heil runtergekommen und das sah deutlich besser aus als jetzt beim letzten Versuch. Auch wenn es jetzt nicht so optimal war. Deswegen, also ich werde wohl die nächsten Landungen, bis ich das Ganze vollständig verstanden habe, ohne ILS-Ding landen, sondern wird das Ganze komplett einfach manuell landen. Ja, wo fliegen wir denn jetzt hin? Oh. Stopp. So. Da hinten sind die Terminals. Da haben wir noch einen gut weiten Weg. So. Normalerweise wirst du ja auch vom ATC dann halt auch immer eingewiesen, ja, welche One-Race du gerade benutzen sollst und alles sowas. Ich fahre jetzt hier gerade so ein bisschen kreuz und quer. Ihr könnt euch ja selbstverständlich eure Flughäfen wünschen, von wo wir starten sollen. Also ich werde jetzt hier auch keine Flüge machen, die jetzt so 2-3 Stunden gehen. Also jetzt so irgendwelche Sachen wie zum Beispiel, ja, fliegt man mal eben schnell von Deutschland nach Amerika oder sowas. Nein, wir werden innerhalb Deutschlands bleiben. Ja, also wenn ihr da irgendeinen Lieblings-Lande-Startplatz haben wollt, dann könnt ihr ja gerne das immer in die Kommentare posten. Ja, das wäre vielleicht eine ganz coole Sache. Dass wir sowas machen können, aber wie gesagt, so in der Regel versuche ich, dass das halt meistens wirklich nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde dauert. Wenn wir natürlich auch noch andere Flugzeuge sehen, selbstverständlich, ja, also das mache ich mir schon. Aber Jessa bietet sich halt an, das ist das perfekte Anfängerflugzeug.
schöne Einpropellermaschine und dann läuft das schon. Haben es gleich geschafft. Da hinten müssen wir hin. Da. Ja, ist natürlich alles noch, wie sagt die Gamer-Community mittlerweile, die Vanilla-Version. Ja, also hier gibt es noch keinen DLC oder sonst irgendwas. Deswegen sieht der schöne Flughafen auch so aus. Der Flughafen an sich kostet, glaube ich, 25 Euro oder 30 Euro, wenn ich sogar. Und ich finde, da muss ich mich erstmal denn so, wo ich dann so sage, okay, das weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt Geld ausgeben möchte, schon. Ja, für einzelne DLCs, halt, ist ja auch nicht gerade günstig, 30 Euro, ja, nur für einen Flughafen. Auch wenn er so detailliert ist, wie nur möglich, das Ganze kommt wieder von Aerosoft. Sprich, du hast nicht mal irgendwie eine große Chance, da irgendwie mal anzuschreiben, so, na, wie sieht's denn aus, willst du nicht uns mal ein bisschen so unterstützen und so? Ne, brauchst du nicht. Ja, wir fliegen jetzt hier einfach so. Weil es hier lang genug auf der Landebahn. Normalerweise stehen hier eher Riesenmaschinen, ja, Airbus und sowas. Jetzt kommen wir hier mit unserer kleinen Möhre an. Und stellen es einfach mal kackend frech jetzt hier einfach hin. So. Gut. Dann war es das. Ihr könnt aussteigen. Danke für euren Mitflug. Auch wenn der Start jetzt, wie gesagt, nicht zu perfekt war. Aber ja, das ist leider jetzt, wie gesagt, mein Problem, was ich jetzt hier aktuell besitze. Wie gesagt, vielleicht habt ihr da irgendeine Lösung und ihr habt den Fehler sofort gesehen. Dann gerne in die Kommentare damit. Das soll auch kein, ich sag mal, das soll jetzt auch kein Tutorial oder sowas sein. Das ist einfach jetzt nur für mich so ein bisschen Flugzeugfliegen halt. Ne? Ich versuche, wie gesagt, viel zu lernen, schnell zu lernen halt auch. Wie gesagt, innerhalb von 30 Stunden, wenn ihr in dem Livestream mal geschaut habt, in dem allerersten Livestream, wie wir da unseren ersten Flug hatten und wo wir heute hier sind, hat sich schon einiges getan. Also das ist schon wirklich einiges. Und ja, davon würde ich erstmal sagen, belassen wir es. Wie gesagt, das war unser erster Flug hier in X-Plane 11. Gerne natürlich Kommentare und sowas unten reinschreiben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder. Mal gucken, von wo nach wo es denn da geht und mit welchem Flugzeug wir dann unterwegs sind. Wie gesagt, die Cessna werden wir aber wahrscheinlich relativ oft sehen. Ich flieg mit der Skyhawk eigentlich schon sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, andere Maschinen sind natürlich auch nicht verkehrt. Von daher würde ich sagen, mach ich es kurz. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder. Damit, tschüss!